Hallo? Hallo, hier bin ich. Der Kameramann kann es gar nicht abwarten. Ja, okay, wir sind schon alle ganz gespannt, was uns erwartet. Hinter mir steht schon das fertige Fußballmuseum. Einige haben schon den ersten Teil gesehen. Am Anfang war das alles erst eine Baustelle. Das Deutsche Fußballmuseum ist jetzt für euch eröffnet. Ja, Cedric, wir schauen uns jetzt an, wie cool das Fußballmuseum geworden ist. Ich freue mich schon, mit dem WM-Ball zu spielen. Jetzt gehen wir rein, Bruder. Mein erster Eindruck? Cooler Empfang. Na klar, cooler Empfang. Aber hast du Eintrittskarten? Nein, aber wir sind doch die Youngsters-Reporter. Hast du denn auch eine Karte? Nein, aber ich bin ein Youngster-Reporter. Hier ist mein Ausweis. Ja, dann. Bitteschön. Okay, das Spiel beginnt. Kommt alle mit. Ah, da ist Schweinsteiger. Hier ist Otto. Wer ist das? Egal. Hier ist der BVB. Hier ist der BVB. Und da ist DD. Als mein Opa so alt war wie ich, haben die Deutschen zum ersten Mal mit diesem Ball den Weltmeistertitel geholt. Als mein Papa so alt war wie ich, haben die Deutschen den zweiten Weltmeisterpokal gewonnen. Als mein Onkel so alt war wie ich, sind die Deutschen zum dritten Mal Weltmeister geworden. Und letztes Jahr haben sogar wir gejubelt, als wir Deutschen den vierten Stern geholt haben. An die WM 2014 kann ich mich noch sehr gut erinnern, weil ich alle Spiele fast geguckt habe, auch das Endspiel gegen Argentinien. Das war der Hammer, das war so geil, das war einfach super. Wisst ihr eigentlich schon, dass die Frauen schon zweimal Weltmeister und achtmal Europameister wurden? Echte Frauenpower? Wow, echt krasse Leistung von den Frauen. Ah, da ist ja die Maike. Sie ist Archivarin hier und kümmert sich um die Ausstellungsstücke des Museums. Wir hatten sie schon mal im Archiv des Museums getroffen. Das war, als wir auf der Baustelle waren. Ich gehe mal zu ihr. Hallo Maike, wo hast du denn die Schuhe vom Schweinsteiger angestellt? Hallo David, schön, dass du wieder da bist. Die Schuhe sind hier gleich um die Ecke. Wollen wir mal gucken gehen? Gerne. Dann kommen wir mit. Ja, das sind sie, die Schuhe vom Schweinsteiger. Komischerweise sieht man aber nicht mehr den Namen seiner damaligen Freundin. Wie hat dir denn die Ausstellung gefallen bisher? Toll, man sieht ja, ihr habt euch viel Mühe gegeben. Ah, ich sehe gerade, ich glaube, der Louis hat ein neues Highlight entdeckt. David, hier läuft gleich die Show zum Finale 2014. Die Show, die gleich hinter mir läuft, die zeigen wir euch heute nicht. Die müsst ihr euch selber ansehen, aber die ist richtig geil. Kommt, hier geht was ab. Das war mega, allein dafür lohnt sich schon der Besuch. Echt krass. Wir gehen jetzt zum Bundesliga und Champions League. Oh ja. Real Madrid, BVB und die Bayern und Spieler.
Das ist alles Fake. Komm, lass mal richtig spielen. Komm. Können wir den WM-Ball nehmen? Quatsch, Mann. Da bleibt hier eine Ausstellung. Hi Nils, du arbeitest hier doch auch im Museum. Was hast du denn für Aufgaben? Grüße dich. Ich bin zuständig für Bildung und Vermittlung und für den Gästeservice. Weil das aber zugegebenermaßen etwas kompliziert klingt, kann man auch sagen, ich bin einfach für den Spaß da. Vor allen Dingen für Kinder. Was ist denn hier für Kinder interessant? Wo wollen wir anfangen? Wir fangen an bei A. A wie Ausstellung, meinst du? In der Ausstellung gibt es ganz viele Stationen, wo Kinder wirklich selber tätig werden können. Wir haben zum Beispiel eine Sprecherkabine. Das heißt, da kann man wie ein Journalist eine Spielszene selbst moderieren, kommentieren. Das ist ganz witzig, weil die Bilder, wenn man das ausprobiert, ganz, ganz schnell laufen. Viel schneller, als man das zum Beispiel, wenn man zu Hause auf der Couch sitzt, wahrnimmt. Dann haben wir, das kann man auch hier sehen, den Original-Weltmeisterbus. Also den Bus, mit dem die Fußball-Weltmeister 2014 durch Berlin gefahren sind. Ganz interessant, da mal drin zu sitzen, gerade für die Jungs, auch für Mädchen. Und wie man sieht, sitzen wir hier nicht auf irgendwelchen Betonstufen, sondern auf einem richtigen Kunstrasen, auf einem Vlies, beziehungsweise Filz. Und hier im Deutschen Fußballmuseum kann man tatsächlich selber kicken. Das, ehrlich gesagt, ist für ganz viele Jungs und Mädchen ganz spannend und toll. Kann man hier eigentlich mit einer Schulklasse hinkommen? Ja klar, kann man. Wir haben einen extra Klassenraum für die Schulklassen. Und am Vormittag können eben die Schulklassen zu uns kommen, werden bei uns dann begrüßt und eingestimmt und können dann im Prinzip mit einem Arbeitsheft in die Ausstellung gehen und verschiedene Aufgaben lösen. Das wird sehr gut auch angenommen von den Schulklassen, gerade jetzt vor Weihnachten, weil dann kann man mal woanders lernen, nämlich nicht im Klassenraum in der Schule, sondern im Klassenraum im Deutschen Fußballmuseum. Am Nachmittag, wenn die Schule aus ist, kann man bei uns aber auch Kindergeburtstag feiern. Da gibt es verschiedene Pakete, man kann sich verpflegen lassen, man kann trinken und vor allen Dingen kann man beim Kindergeburtstag, genauso wie alle Gäste eigentlich, unsere Museumsrallye machen. Die haben wir extra fürs Deutsche Fußballmuseum konzipiert. Und da geht man einfach durch die Ausstellung und kann an alle bedeutenden, an alle wichtigen Pokale gehen und verschiedene Aufgaben lösen. Aus! Aus! Das Spiel ist aus! Was hat der denn? Der Bus wartet auf uns, wir müssen los! So, das war ein sehr tolles Erlebnis und wir haben sehr viel über Fußball erfahren. Echt klasse. Ja, ganz genau. Und wir kommen ganz sicher nochmal wieder, weil es hier noch viel mehr zu erleben gibt. So, und unter dieser Adresse könnt ihr euch mehr über das Fußballmuseum erkundigen. Wäre doch eine gute Idee für eine Klassenfahrt. Keine Angst, den Bus lassen wir hier. Wir nehmen einen anderen Bus zum Bosplatz. Kennt ihr noch andere spannende Orte, die wir besuchen sollten? Schreibt uns an. Wir sagen Bye-Bye, bis zum nächsten Mal.